Excel und ich sind definitiv keine Freunde. Und letztens musste ich Summen berechnen aus einem Datumsbereich. Problem war eben, so wie hier jetzt, dass die Daten nicht in chronologischer Reihenfolge vorlagen, sondern bunt durcheinander gewürfelt waren. Und ich brauchte in dem Fall zum Beispiel die Summe aus den Werten vom Oktober. Und die klassische Summenfunktion hilft einem da hier natürlich nicht weiter, weil sie ja zum Beispiel nur die Summe aus diesem Bereich abbildet, aber eben nicht je nach filtert. Ich habe hier eine kleine Beispieltabelle angelegt mit einem Datumsbereich von September bis November 2021. September sind jeweils 90 Euro, hoppla, da ist einer an die Tastatur gekommen. Oktober jeweils 100 Euro, November 110. Heißt also, wir müssten gleich 270 für den September, 300 für den Oktober, 330 für den November haben. Und die Summenfunktion bringt uns hier ja nicht deutlich weiter, wie wir vorhin gesehen haben. Tatsächlich gibt es eine Summenfunktion, die auch Bedingungen akzeptiert, die etwas ausführlicher sind. In dem Fall heißt die nicht Summe wenn, sondern Summe wenn s, was immer auch dann das s dahinter noch bedeuten soll. Also Summe wenn s, Klammer auf. Der erste Bereich, den wir hier angeben, ist der Bereich, von dem wir die Beträge in dem Fall rausziehen. Also der Bereich in dem Fall ist b. Und da reicht oder muss wirklich die komplette Spalte erstmal rein. So, dann ein Semikolon zur Trennung. Und jetzt kommen hier die Suchkriterien des ersten Bereichs. Wir brauchen zwei Suchbereiche, also nicht wundern. Suchkriterien sind hier die Daten, also Spalte A. Spalte A, so. Und jetzt kommt der Bereich mit den Suchkriterien wirklich. Also das, was wir haben wollen, beziehungsweise die Abfragekriterien, so rum soll es richtig heißen. Und in dem Fall wollen wir ja das Datum haben, zum Beispiel von Oktober. Heißt also, erster Bereich wäre größer gleich, dann die Anführungszeichen und dann die Datumsfunktion. Und jetzt das Datum, das wir wirklich haben wollen, also den Datumsbereich. Heißt also, in dem Fall hatten wir uns auf November geeinigt, sprich 2021, Semikolon, November, und 1, so wie es Excel gerne hätte. Danach dann wieder ein Semikolon, weil wir mit dem ersten Bereich ja fertig sind. Jetzt kommt der Bereich mit dem nächsten Kriterium, heißt also wieder von A bis A. Und das nächste Suchkriterium wäre in dem Fall das Datum bis Ende November. Natürlich könntet ihr jetzt auch weitere Kriterien da noch, also weiteren Datumsbereich, aber wir wollen nicht abschweifen. So, also in dem Fall kleiner gleich, wieder und. Ja, da hat Excel einen lustigen Tag. Warum der mir jetzt in der 13.13 hinmacht, weiß ich auch nicht. So, kleiner gleich. So, nochmal, Datum. Und jetzt wieder November. Und da ist interessant, dass Excel es völlig egal ist, wie viele Tage der Monat wirklich hat. Also ich könnte hier jedes Mal 31 eingeben und es funktioniert, zumindest nach meiner Beobachtung. So, einmal dann Enter drücken und ihr seht jetzt hier, schön, dass er rübergesprungen ist, es sind wirklich tatsächlich 330 Euro rausgekommen, weil ja eben November, hat man uns ja darauf geeinigt, jeweils 110 Euro sind. Das machen wir jetzt nochmal im Gegencheck, klicken nochmal hier in die Formel rein und machen das für den September zum Beispiel. Dann machen wir hier die 09. Und hier auch die 09, Enter und ihr seht 270 Euro. Das Leben mit Excel kann manchmal einfach sein, wenn man weiß, wie es geht. Wenn euch dieses Video geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, lasst auch einen Kommentar da, falls ihr noch eine einfachere Lösung für dieses Problem habt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.